Bitches on the beat, let's go. Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal zu einem neuen Video zur Diddy-Thematik, ne? Jo. Es gibt Hinweise, warum P. Diddy und Jay-Z 15 Jahre Knast mal entkommen sind, Digga. Worum es genau geht, was da alles passiert ist, weiß ich persönlich nicht, ne? Uns wird das Video empfohlen, deswegen gucken wir uns das an. Bin gespannt, was da gedroppt wird. Gucken die Videos immer von Halal Gossip, ne? Ist auch immer in der Bio verlinkt. Könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr wollt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sind auch jeden Abend auf Twitch live, ne? Yeah. Wir gehen jetzt rein in das Video, gucken mal, was da abgeht, was der Diddy und was der Jay-Z da gemacht haben. Dass wie mächtig diese Leute sind. Entkommen sind. Ja, die sind auf jeden Fall mächtig. Ich glaube, sie sind mächtiger als du, ne? Ja. Aber nicht mächtiger als ich. Jay-Z und P. Diddy sind 15 Jahren Knast entkommen. Jay wäre heute dann nicht der erste Hip-Hop-Milliardär und Diddy wäre nicht der zweitreichste Hip-Hop-Mogul. Jay-Z, der erste Hip-Hop-Milliardär, ne? Er macht ja nicht nur Musik, er hat Rock Nation Sports, wo unter anderem Vinicius Junior gesigned ist. Kevin De Bruyne auch, Romelu Lukaku auch, ne? Gabriel Martinelli, da sind auf jeden Fall, Endrick ist auch gesigned, da sind auf jeden Fall ein paar Leute gesigned, die aktuell sehr krass am Start sind, ne? Aber und einer der ersten Signings war damals Jerome Boateng, ne? Aber er ist nicht der erste Hip-Hop-Milliardär. Doch, er ist der erste. Nee, der erste Hip-Hop-Milliardär war Dr. Dre. Nee, ich glaub Jay-Z war das, ja? Nee. Und Kanye West war auch noch vor Jay-Z. Ich glaube, das ist schon okay. Richtig, diese Aussage mit Jay-Z. Ich glaube nicht, aber wir glauben schon. Nach Jay-Z. In einer kalten Dezembernacht 1999 versammelte sich die Elite der Hip-Hop-Welt im legendären Kit Kat Club im Herzen von New York. Und Kit Kat Club, Digga, den gibt's auch in Berlin, ne? Und da gehen auch verrückte Dinge ab, soweit ich weiß. Unter den Anwesenden war Jay-Z, der damals bereits als einer der aufstrebendsten Künstler der Szene bekannt war. Doch an diesem Abend war er nicht nur zum Feiern da. Jay-Z, ich muss sagen, ehrlich, damals sah er echt fresh aus, ne? Oh, nochmal, schon krass, Digga. Herz brannte vor Wut und Enttäuschung. No Diddy. Der Musikproduzent Lance Rivera hatte etwas Unverzeihliches getan. Er hatte Kopien von Jay-Zs noch unveröffentlichtem Album Volume 3 Live in Times of Sean Carter geleakt. Das allein wäre schon ein ausreichender Grund für Jay-Zs Wut gewesen, aber die Straße sprach von einem tieferen Verrat. Die Beziehung zwischen Lance und Charlie Baltimore, auf die Jay-Z wohl ein Auge geworfen hatte. Als Jay-Z Lance in der Menge entdeckte, es geht auch immer irgendwie um Frauen, ne? Frauen sind auch sehr oft in diese ganzen Sachen involviert, Digga. Das sind ja auch Menschen. Was für ein Bodycount haben die Leute alle, ja? Das ist ja nicht so, dass sie einfach nur mit denen chillen, sondern die waren ja auch Dinger. Meinst du? Ja, 100%, Digga. Haben wir doch alles gehört, gesehen. Was denkt ihr, was für ein Bodycount haben Jay-Z und P. Diddy? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was hast du für einen Bodycount? Null. Hochte die Wut in ihm über. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Die Musik dröhnte in seinen Ohren. Als er vor Lance stand, funkelten seine Augen vor Zorn. Lance, du hast mir das Herz gebrochen, sagte er. Bevor Jay-Z einen Gegenstand zog, mit dem man normalerweise Brot schneidet, und auf Lance losging. Ein gefährliches Gegenstand, womit man Brot schneidet. Das kann gefährlich sein. Der Angriff endete damit, dass Lance schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Jay-Z leugnete zunächst seine Beteiligung an der Tat. Doch die Polizei hatte genug Beweise, um ihm bis zu 15 Jahre Haft anzudrohen. Angesichts dieser Aussicht entschied Jay-Z sich für ein Geständnis. Ja, okay, ich glaube, jeder normale Mensch wäre bestimmt auch für diese Tat 15 Jahre reingegangen, ne? Was hat Jay-Z gemacht, dass er nicht reingehen musste? Das will ich jetzt genau wissen, darauf bin ich gespannt, ja. Wen hat er Geld gegeben? Und erhielt schließlich 3 Jahre auf Bewährung. Während Jay-Zs Schicksal sich entschied, braute sich für seinen Freund Diddy, damals bekannt als Puff Daddy, auch ein Drama zusammen. Nur ein paar Wochen nach dem Vorfall im Kit Kat Club feierte Diddy zusammen mit seiner Freundin Jennifer Lopez und seinem neuen Schützling Shine in einem anderen New Yorker Club. Diddy hatte genug Gründe zum Feiern. Sein Label Bad Boy Records hatte gerade 130 Millionen Dollar im Jahr gemacht. Er hatte seit kurzem seine eigene Fashion-Brand Sean John und die erste seiner jährlichen White Parties veranstaltet. Diddys Partylaune verflog, als er aus Versehen Matthew Scar Allen anrempelte und ihm einen Drink aus der Hand schlug. Scar, bekannt für seine kurze Zündschnur, ließ sich das nicht gefallen. Ein heftiger Streit brach aus, Pew-Pews wurden gezogen von sowohl Diddy als auch seinem Signing Shine und am Ende des Chaos waren 3 Menschen verletzt. Diddy und J-Lo flohen aus dem Club, wurden jedoch bald von der Polizei angehalten. Im Auto fand man eine Pew-Pew und beide wurden verhaftet. Auch Diddy drohten 5... Die Story kennt man ja, ne, mittlerweile.
15 Jahre Haft, doch in einem dramatischen Gerichtsprozess wurde er freigesprochen. Während Shine zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Gerüchte besagen bis heute, dass sowohl Jay-Z als auch Diddy enge Kontakte zu NYPD und zu Staatsanwälten haben. Ja, damit haben wir die Lösung für die ganzen Sachen, Digga. Sie haben Kontakte zu sehr hohen Mächten, die auch viel zu sagen haben, ne? Bei Jay-Z, glaube ich, bei ihm ist echt auf Kurzweil, Digga. Digga, Jay-Z, Digga, er drückt eins, er hält eins gedrückt auf sein Handy, Digga, direkt, er wird zu dem weitergeleitet, so. Die ihnen dabei helfen, ihre Probleme verschwinden zu lassen. In den späten 90ern erkannten Jay-Z und P. Diddy, dass Hip-Hop immer mehr zu einer Goldgrube wurde. Sie wussten, dass es an der Zeit war, ihr Image zu verändern, um für die Werbewelt attraktiver zu sein. Jay-Z lernte zu dieser Zeit Beyoncé kennen. Diese Begegnung sollte sich als einer der cleversten Schachzüge in seiner Karriere herausstellen. Ich muss auch sagen, die sind echt schon, wie lange sind die denn schon zusammen, Digga, ja? Sind die länger zusammen, als ich lebe? Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Nein, die sind erst seit 2006 oder so. Später. Wie lange sind die zusammen? Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben? Indem er sich mit Beyoncé verbündete, konnte Jay-Z sich komplett neu erfinden. Jay-Z war nicht mehr nur Rapper, sondern rebrandete sich auch als Aktivist für soziale Gerechtigkeit und als Teil des mächtigsten Paares der Musikindustrie. Auch Puff Daddy beschloss, sich neu zu erfinden. 99? Sind die echt? Nein, guck mal, seitdem du geboren bist. Das stimmt nicht, Digga, Mann. Ja, ich kann mir das vor. Komm, wir gucken, wir googeln. Seit wann sind Jay-Z und Beyoncé zusammen? Also, die sind seit 2001... Acht verheiratet. Seit acht. Siehst du? Okay. Deswegen chill. Ich weiß das doch. Du sagst. Vor dem Club änderte er seinen Namen zu P. Diddy, wollte weg vom Straßenimage und sich stattdessen als Unternehmer und Hip-Hop-Mogul etablieren. Man findet nirgends im Internet Infos dazu, wie genau P. Diddy und Jay-Z sich eigentlich kennengelernt haben, aber ihre Verbindung reicht in die frühen 90er. Bruder, wie die sich kennengelernt haben, will ich auch, glaube ich, gar nicht wissen. Ja. War bestimmt auf richtig komische, mysteriöse Art und Weise. 90er Jahre zurück, als beide ihre Karrieren in der Hip-Hop-Szene New York starteten. Diddy war bereits etabliert und hatte Erfolge mit Künstlern wie Biggie, während Jay-Z hart daran arbeitete, sich als Künstler zu etablieren. Diddy erkannte sofort Jay-Zs Potenzial und sagte später, dass Jay-Z nach Biggies Tod in dessen Fußstapfen getreten sei. Diddy holte Jay-Z 1999 auf sein Album Forever. Sie wurden so gute Freunde, dass Jay-Z neben Diddys Mutter die einzige Person ist, die Diddy Sean nennen. Das wissen wir ja auch mittlerweile. Das ist einzig, Bruder, wie mächtig muss jemand sein? Wie viel Autorität muss jemand in deinem Leben haben, dass er und deine Mutter die einzige Person ist, die dich bei deinem bürgerlichen Namen nennen dürfen? Ne? Bei aller Liebe. Also, das sagt schon mehr aus als alles andere, finde ich alleine. Schon, ne? Stark, das ist schon sehr aussagekräftig. Darf. Beide bauten mächtige Imperien auf. Jay-Z mit Rockefeller und später Roc Nation und Diddy mit Bad Boy Records. Beide eroberten auch die Modewelt und den Getränkemarkt mit ihren eigenen Brands. Trotz ihrer Freundschaft blieb ihre Beziehung immer von einem Wettbewerb geprägt. Wer die Liste der reichsten Hip-Hop-Artists anführt, wessen Release besser chartet oder wessen Business erfolgt. Also ich muss sagen, musikalisch war ich echt, P. Diddy habe ich nie musikalisch so verfolgt. Ne? Ich kenne viele Songs von ihm, wo er Feature ist und so, aber Songs von ihm alleine, wo er richtig scheppert, Alter, ich weiß nicht. Muss ich ehrlich sagen, bei Jay-Z gibt es viele. Bei Jay-Z, Digga, seine Liste ist wirklich alleine? Guten Songs. Ja, ja. Sag mal. Ich war, von Jay-Z? Viele, Digga. Viele kenne ich. Ich kenne viele, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Namen von allen Songs, aber ich kenne viele. Ja, Jay-Z-Songs kenne ich. Aber Diddy, Digga? Diddy irgendwie immer auf seinen Songs 5 Leute sind gefeatured oder so, ja? Der ist auch einfach drauf. Erfolgreicher ist. Dieser freundschaftliche Wettbewerb trieb beide an, immer höher zu steigen. Und so thronen Jay-Z und Diddy an der Spitze der Hip-Hop-Welt, vereint durch ihre gemeinsame Vergangenheit. Kanye hat einfach beide überholt, ne? Muss man auch sagen. Ja, Kanye war gut, Digga, gut dabei, ne? Aber er hat sich verpuckert, hat viel Sachen gemacht, die nicht so gut waren. Und ja, war beide überholt auf jeden Fall. Jay-Z ist auf jeden Fall der mächtigste, muss man sagen. Und ihre unstillbare Gier nach Erfolg und Macht. Ist auf jeden Fall richtig krass, Digga. Habt ihr gesehen, ne? Jetzt wissen wir, warum die beide 15 Jahre Knast entkommen sind. Aus dem Weg gelaufen sind, ne? Weil gute die einfach. Kontakte. Digga, die haben gut, die leben von guten Kontakten, Digga. Jeder. Gute Kontakte ist das A und O. Ja, und auch nicht zu viel, und auch nicht zu viel Sachen machen, die dich davon abwenden, so, ne? Mhm. Du musst immer einen guten Draht haben. Weil ein Kanye West, der hat ja auch gute Kontakte, aber er macht viele Sachen. Die mögen die Leute dann nicht so, ne? Er redet halt offen über sowas, Digga. Er sagt, Digga, du bist ein Fett.
zu Diddy, Digga. Er sagt, er arbeitet mit der Polizei zusammen und sowas ist, glaube ich, in diesen Kreisen nicht so gerne gesehen. Ne? Deswegen wird er immer so krass unterdrückt von allen Leuten. Also, eigentlich ist echt jetzt der Zeitpunkt, wo Kanye viel sagen könnte, aber er sagt nichts. Also ich denke, Kanye gibt's nicht mehr. Ich sag, Kanye gibt's, Digga. Er ist nur aktuell unter keine Ahnung was für ein Einfluss und deswegen macht er nichts. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare, meine lieben Freunde. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.